So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Monster Mode Germany und wie ihr sehen könnt, Tobi sein Roller funktioniert wieder. Und wie gesagt, ich werde euch mal einen kleinen Einspieler dazu geben, was passiert ist. Ja Leute, hier ist wieder euer Monster Mode Germany und ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich lachen, heulen soll, denn das Steuergerät ist nicht kaputt. Wisst ihr, was es war? Wenn ich das euch jetzt zeige, ich halte das mal hier in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Diese kleine Sicherung, seht ihr das da? Die hat gesorgt dafür, dass das Fahrzeug nicht mehr funktioniert. Gut, er hat jetzt ein neues Steuergerät, das haben wir auch ausprobiert. Und siehe da, Leute, wie gesagt, wir wollten gerade auf Fehlersuche hier gehen, weil die Spannung nicht angekommen ist. Dann habe ich die Sicherung hier gerade ausgewechselt, die kaputt ist. Und ja, sie sind kein Stück damit gefahren. Vor allem, ich finde das cool, die Farben, wie sie wechseln. Und siehe da. Ja, Leute, er geht wieder. Ihr dürft jetzt eure Meinung dazu unten reinschreiben in den Kommentaren. Wärt ihr auch auf die Idee gekommen? Also, das Fahrzeug hat er neu gekauft. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Das Fahrzeug hat gerade mal 80 Kilometer runter, um genau zu sein 83 Kilometer. Die Frontverkleidung war kaputt. Da werde ich euch nochmal gleich ein Video einblenden dazu. Ja, und das Fahrzeug stand jetzt bei mir und ich sage euch, was kaputt war. Es war nicht das Steuergerät, es war eine Sicherung. Und diese Sicherung haben wir erneuert. Ja, und das Fahrzeug fährt wieder. Also, das heißt, Rollertreffen 2020 kann dementsprechend kommen. Ja, das Fahrzeug wird erstmal noch eine Zeit lang bei mir in der Garage stehen, weil es halt so ist, dass er noch keine Garage hat in Scharnhorst drüben. Denn wir wollen ja nicht wieder, dass das Fahrzeug dann wieder erneut geklaut wird. Das wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall, Mission Reparatur ist geglückt, wie ihr sehen könnt. Ja. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Er kann wieder rumfahren, wie gesagt, weil man kauft sich ja nicht einen Roller, um den dann rumstehen zu lassen. Und ja, wie man sehen kann, das Fahrzeug funktioniert wieder einwandfrei. Da das Fahrzeug voll elektronisch ist, wie gesagt, hat man vorher noch überprüft, ist das Starterräder in Ordnung, woran kann das wirklich liegen. Ja, und am Ende lag das einfach an so einer kleinen Kacksicherung. An mehr lag das gar nicht. Ah. Er ist happy, ich bin happy. Also kann man doch eine schöne Tour machen. Ja. Und vor allen Dingen, das Fahrzeug ist auch sportlich, davon ab. Ja. Vor allem, man kauft sich, das ist das Ärgerliche, als es passiert ist. Es ist beschämend. Ja, man kauft sich ein Fahrzeug, dann wird es einem kurz danach geklaut. Und ja, es ist auf jeden Fall echt krass. Ja, und leider lag es wirklich nur an der Sicherung. Aber wie gesagt, auch die Steuergeräte gehen nach einem Kurzschluss, wenn sie überbrückt werden. Wie gesagt, wenn ihr da draußen eine Erfahrung habt, wie die Leute das machen, weil komischerweise beim Viertakter, sie reißen die ganze Front vorne auf, überbrücken irgendein Kabel und da frage ich mich, wisst ihr, wie das Ganze überhaupt funktioniert? Dann dürft es mir unten gerne in die Kommentare schreiben, weil wie gesagt, ich weiß, bei einem Zweitakter, da gehst du zum Starterrelais, zack, überbrückst das Starterrelais, Roller ist an. Du musst nur das Zündschloss knacken, das haben sie ja bei ihm auch gemacht. Gut, bei ihm hat es sich nicht gelohnt.
Ich frage mich, wieso sie es gemacht haben. Ja, weil sie konnten mit dem Fahrzeug ja eh nicht fahren. Also von daher, sie haben es geklaut, sind ein paar Meter weit damit gefahren sozusagen. Und? Ich habe eine Fliege ins Auge bekommen. Das ist immer das. Aber siehst du, es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Und Leute, seht ihr, wie gesagt, ja. Er läuft, schnurrt. Da oben gibt's. Der ist oben am Helm, warte. Ja, danke schön. Ja, das erste Mal, wo er eine Fliege drin hatte. Auf jeden Fall, er kann wieder Spaß am Fahren haben und darum geht es beim Rollerfahren. Deswegen, wie gesagt, zum Thema Rollertreffen, jeder ist eingeladen, egal was von Roller. Es muss kein Piaggio sein. Ja, und so kann es gehen. So kann man Spaß haben beim Rollerfahren. Und so werden wir auch die Tour am 20. machen. Eine riesen Rundtour machen, ja, und Spaß haben. Wetter ist genial dazu. Vor allem, was mir aufgefallen ist an seinem Fahrzeug, alles LEDs, wo ich sage, er hat sogar oben so einen Knopf, das finde ich cool, wo man im Prinzip die Blinker und so prüfen kann. Nicht wie wir machen, links einschalten, rechts einschalten. Er hat einen Knopf oben an der Bedienelementen einschalten. Diese scheiß Mücken, das ist das Einzige, was mich so dran stört. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine schöne Tour hier machen. Weil wie gesagt, man repariert das Fahrzeug ja nicht umsonst. Dass man das Fahrzeug dann erstmal gar nicht fährt, denn das Fahrzeug muss gefahren werden. Und gerade nach so einer langen Standzeit. Zack. Ja. Und vor allem der Sound, gut, der Sound ist halt so eine Sache. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr dürft mal eure Meinung dazu reinschreiben. Was hättet ihr gemeint, was wäre es an dem Fahrzeug gewesen? Es war leider nur eine, leider kann man nicht sagen, zum Glück war es nur eine Sicherung, die dort kaputt war. Gut, er hat ein Ersatzsteuergerät jetzt gekauft für 80 Euro, aber wie gesagt, die gehen auch mal nach einer Zeit kaputt, weil das Fahrzeug ist komplett voll elektronisch geregelt.